Guten Tag, willkommen zurück zu Super Mario World. Nicht, sondern wir spielen jetzt hier Zelda Randomizer und starten einfach mal mitten im Haus. Auch nicht schlecht. Ich würde eigentlich gerne auf Sanctuary zurück, aber kann ich jetzt nicht. Wir haben ja jetzt die Schattenwelt freigeschaltet. Das ist von der Geschwindigkeitsperspektive eigentlich eher so ein bisschen unsinnig. Und jedes Mal, wenn Maddie Agani macht, kannst du davon ausgehen, dass Maddie einfach keine Ahnung hat, was er tun soll. Tja, so auch hier. Beweisstück A. Aber was wir jetzt tun werden, ist auch etwas, was so richtig Wonnegefühle in uns allen auslöst. Wir machen jetzt Thieves Down. Ja, ist auch eine coole Sache. Theoretisch ist eine gute Dungeon. Das ist ein stabiles Ding, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie viel Schlüssel ich habe. Ich weiß nicht, wie viel Schlüssel ich brauche. Aber probieren geht über studieren. Denn wir wollen verschiedene Gegenstände haben. Einerseits die Flöte, andererseits den Hammer. Ich kann es nicht oft genug sagen, dass ich diesen dreckigen Hammer haben möchte. Den will ich, den brauche ich, der ist mir emotional wichtig. Ach ja. Und irgendwas, was Feuer macht, wäre vielleicht auch geil. Damit könnten wir nämlich richtig schön Progress fahren hier. Aber selbst wenn wir dann die ganzen Sachen haben, heißt es ja nicht, dass wir alle Dungeons hinkriegen, weil uns ja die Schlüssel teilweise fehlen. Also, das ist schon schlimm hier. Das ist schon ein schlimmer Randomizer. Überhaupt dieses Key Sanity Preset ist knackig, finde ich. 11 Jahre alt. Und jeder denkt, Bilbo wäre besoffen gewesen. Aber so sagen Hobbits das nun mal. Und er war besoffen. Okay. Wunderbärchen. Ich hoffe mal, dass ich hier unbeschadet durchkomme. Es gibt auch eine Möglichkeit, dass man nicht von diesen Türen zurückgestoßen wird, wenn man da... Wie geht das? Och, kacke. Wisst ihr, was mir auch eingefallen ist? Selbst wenn wir das jetzt machen sollen, dürfen, sollen... Wir müssen ja unbedingt gegen Blind kämpfen, ohne dass wir diesen Superstab dabei haben. Wie soll das denn gehen? Der ist ja offiziell im Zelda-Wiki auch als Schwäche von ihm gelistet. So viel zu dem Thema. Das ist seine offizielle Schwäche. Maddie hat es einfach raus. Und alle Leute so, nee. Wer meint ihr denn? Burner, Sumaria, ich weiß nicht mehr, welcher war. Ich hab's wieder vergessen. Tja. Ja! Ja! Ich weiß genau, wo es jetzt gleich hingeht. Ich weiß genau, wo wir gleich hingehen. Ich weiß es einfach. Mit ein bisschen Glück können wir das sogar komplett durchschaffen. Aber mit ein bisschen viel Glück. Da muss man schon... Da muss schon Fortuna uns Holz sein, Kinder. Aber sonst wird er nichts. Sonst haben wir da nämlich wieder ein Pro. Augenflatterfritzen. Flattermann. Ja, ne? Sicher ist sicher, Freunde. Normalerweise, das sind so Momente, wo dann andere, die dann voll die Ahnung haben, sagen: Was tust du denn? Ich sag dann einfach, ja, ich brauche ein wenig Sicherheit in meinem Leben. Okay, war unter einem von den Dingern was drunter, was uns weiterhelfen könnte? Nee, das ist der Schalter. Der bringt uns hier raus. Raus! Okay. 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 Easy peasy peasy easy easy peasy. Hier wäre es cool, wenn man einfach durchrennen könnte. Ich vergesse immer, ob das geht. Somebody! 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 Oh ja, gute Frau. Hi. Ich habe zwar eine Sonnenbrille auf, aber ich habe meinen Daumen verloren. Ja, dann ist nicht schlimm. Wo fehlt uns denn jetzt noch eine Kiste hier? Das weiß ich gerade nicht. Ach, genau! Genau! Hier fehlt uns jetzt ein kleiner Schlüssel. Ich breche ins Essen. Was soll das denn? 6 von 8? Wo sind denn die beiden letzten? Das weiß ich jetzt echt nicht. Wo sollen die denn sein? Ach, warte mal.
Das Dungeon Boss Item, zählt das als Item von 0 von 8? Wäre vielleicht mal was. Okay. Ja, komm, nenn mich lahm, aber. The chimney sweep wars shoot and tie. Ja. Okay, Kumpel. Ich habe auch kein Schild mit. Deswegen. So. 2. Tada! So schlimm ist das gar nicht. Ja, 7 von 8. Uns fehlt jetzt ein kleiner Schlüssel, weswegen wir jetzt diese Superkiste nicht aufmachen können. Oh Mann. Schwerer Text, was tun? Oh. Weiß ich nicht. Ja. Ist okay. Es ärgert mich einfach, dass ich diese eine Kiste nicht öffnen konnte, weil mir ein kleiner Schlüssel fehlt. Oh Mann. Nervig, 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 nervig. Und wahrscheinlich ist da wieder was drin, was ich brauche. Da ist bestimmt ein kleiner Schlüssel für Gernets Turm drin, ohne den ich das hier nicht durchspielen kann. Das Problem bei der Sache ist, dass das gar nicht mal so schlimm ist. Wir haben ja theoretisch bei Gernets Turm ein Schlüsselloch, das wir nicht öffnen müssen. Mindestens. Also, ne? Wenn wir Glück haben, viel Glück haben, dann geht das auch so. Wenn wir Pech haben und Maddie sich einfach ein bisschen verdaddelt, dann... Ja, genau. Genau. Dann passiert nämlich sowas und wir werden wieder zurückgeworfen. Wieder auf Anfang. Na gut. Aber, wenn wir Glück haben, können wir diesen Dungeon jetzt auch komplett machen. Das wäre natürlich fein, ne? Wäre ein gutes Erfolgserlebnis. Bräuchte ich jetzt auch mal. Nee. 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 Shigi ist einfach... Das Witzige ist, dass wir so viele Sachen in diesem Randomizer nur machen konnten, weil wir geschwommen sind. Das ist eben der Shigi-Seed, Leute. Milchkaff, Leute. Milchkaff. Hallo? Na? Boah, mir ist nie aufgefallen, dass das Stereo-Sound hat hier an der Stelle. Niemals ist es mir aufgefallen. Aber heute ist der Tag, an dem wir uns da mal ein bisschen drauf konzentrieren. Okay. In diesem Dungeon ist es so, dass ich zwei Schlösser auch nicht benutzen, auch nicht öffnen muss. Eins muss ich nicht öffnen. Ist ein großer Umweg, ja, ich weiß, aber... Der Umweg, nochmal wieder in einen anderen Dungeon reinzumüssen und das da nochmal zu machen, der ist natürlich viel größer, als wenn wir es hier einfach mal hinkriegen würden. Naja, ihr wisst, wie ich das meine. Dann stellen wir uns lieber hier nochmal der Bagalutenbrigade. Und dann geht das. Ach ja. Heiß, heiß, heiß! Rote Rubine für alle. Bestes Item im ganzen Spiel. Und dieser Dungeon kann ohne Enterhaken wirklich stressig sein. Aber so Gott will, hat man den dann, ja? Ach so. Nee. Warum? Ich finde das immer noch schade, dass so viele Skins einfach in dieser Beta-Version viel besser sind als in der Alpha-Version. Okay. Ah! I'm Cork, this is Meek. Und wer ist eigentlich Meek? Hi. Die Simon-Gedächtnisritter? Simos! Böms. Okay, ja. Und jetzt könnt ihr wetten, ob Maddie das richtig macht. Ich gehe mal davon aus, dass nicht. Ah! Ist gut jetzt. Ich hasse das. Lauf, du fette Schildkröte. Na? Ja, natürlich. Das ist auch ein roter Hering, dass man den einfach nicht ziehen muss.
Habe ich eine Fee? Ja, eine habe ich. Ah, es reicht. Oh, yes. Ein Herzchen. Die brauche ich auch in diesem Dungeon. Die brauche ich ganz, ganz dringend. Hier ist noch eine kleine Pulle. Und noch ein Herzchen. Herrchen. Herrchen. Klasse. Das ist schön. Hier wäre theoretisch auch noch eins. Aber dafür muss ich erstmal diese Schnabeljungs hier wegreißen. Och Mann, was ist denn jetzt? Da warst du leider an der Tischkante. An der Kante der Mauer. Bist du hängen geblieben, Maddie. Hast gemerkt, ne? Ja, hab ich gemerkt. Wo komme ich eigentlich hin, wenn ich da rechts lang gehe? Ich gehe immer links lang. Ist das... Kann ich da nicht rechts lang und einfach voll die Abkürzung machen? Geht das nicht? Naja. Weiß ich jetzt so nicht auf Anhieb. Aber dafür müsste ich ja auch einen Schlüssel einsetzen. Und den habe ich ja gerade nicht. Ich glaube, normalerweise hättest du an der Stelle ja auch gar keinen Schlüssel. Da könntest du dann also abkürzen. Jetzt. Herzliche. Habe ich den großen? Yes. Yes! 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 Und? Oh, Leute! Das ist gut. Das ist nicht gut. Maddie, wenn er merkt, dass er den großen Schlüssel hat und eine Flöte hat? Ja? Maddie, wenn er merkt, dass der nächste Dungeon ein Misery Meyer ist? Naja. Aber was reg ich mich eigentlich auf? Die Dungeons muss man ja sowieso jedes Mal machen. Ist jetzt nicht so, dass man einen Seed hätte, wo man Misery Meyer nicht machen müsste. Doch, das würde funktionieren. Es gibt Seeds, wo man Misery Meyer nicht machen muss. Man hofft ja so ein bisschen. Wir hatten ja schon mal hier ein Seed, wo wir drei Dungeons nicht hätten machen müssen. Theoretisch. Hehe. Okay, 4 von 8 Kisten haben wir. Kistenwache. Jetzt können wir hier nämlich das aufmachen. Gut. Ah! Es tut mir leid, Mutter. Okay. Einfach mal einen kompletten Abriss gemacht. Aber diese Viecher, die machen auch so viel Schaden. So viel! Ach, komm. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir das mal direkt auch machen. Bröms. Alles weg. Gut, dass es nicht runterfällt. Es ist einfach so in der Luft und wir haben kein Problem, es mitzunehmen. Okay. Hier könnten wir dann also zurück. Also eine Abkürzung lediglich nehmen. Das ist mir aber zu doof. Denn ich brauche ja zumindest einen Schlüssel, glaube ich, noch, um unten das alles zu klären, da wir keinen Somaria-Stab haben. Tja. Scheiße. Scheiße. Na gut. Oh, dann machen wir den Boss und hauen ab. Sagte er, doch was er nicht wusste, war, dass er dafür auch einen Hammer braucht. Dieser Hammer ist einfach so, so basal, dass man immer denkt, man hätte ihn dabei. Aber hat man nicht. Auch einen Hammer muss man sich verdienen. Einen Hammer muss man sich verdienen. Matthäus 3,44. Steht da drin. Und Minerva unten rechts guckt auch so angewidert von wegen Maddie, du machst mir alles falsch. Gib mir Nüsse. Gib mir Körner. Ja, Körner sind was Feines. Einfach die komplette Sparte hier nochmal machen müssen. Na? Alles klar bei euch? Im Kampf gegen diese, was auch immer das ist, tritt der Enterhaken auch gerne mal an seine Grenzen. Das haben wir ja schon mehrfach gemerkt.
Das sind dreiste Viecher da. Vor allen Dingen die da unten. Dann schauen wir mal, ob ich das diesmal besser hinkriege mit diesem Raum. Der Raum der Verrückte, ma. Wumms! Slow down! Ich kann damit doch nicht arbeiten. Ist immer geil, wenn die so bei solchen Virtual Consoles oder hier bei solchen Mega Man Legacy Collection, da in dieser X-Version, da gibt es ja einige Kritik, weil die meinten, die hätten da nur so einen schlechten Emulatoren-Port drauf gemacht. Und irgendwelche Spiele da richtige Slowdowns hätten. Was natürlich bei so partikelreichen Spielen wie Mega Man ein absolutes No-Go ist. Yep. So. Aber ist auch schwer. Ein ordentliches Spiel rauszubringen, ist schwer. Na, Jungs? Bitte Bock? So, jetzt darf ich mich hier nicht verlaufen. Das passiert nämlich ganz schnell. Ich muss links lang, ne? Rechts lang ist falsch. Links ist das Mittel der Wahl. Das Witzige ist einfach, dass wir hinterher wahrscheinlich in jeden einzelnen Dungeon nochmal rein müssen. Nur so. Alles immer nur so. Okay, hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Sag ich doch, hier ist noch eine Tür. Ach komm, gib mir aus der Sonne, Jungs. Das ist irgendwann auch nicht mehr witzig. Irgendwann ist das einfach auch nicht mehr witzig. Wenn man immer die gleichen Witze erzählt, dann ist man irgendwann ein Idiot. So. Hier brauche ich noch einen Schlüssel oder einen Burnerstab. Habe ich beides nicht. Toll, dann gehen wir raus. Dann gehen wir raus. Ach ja, dann machen wir dann eben nicht mehr. Yeah. Okay. Ach, ich darf ja noch nicht mal flöten. Oh Mann, ich muss erstmal den Vogel befreien. Spielzeitstreckung. Warum eigentlich immer Spielzeitstreckung? Das ist doch Quatsch. Auch wenn man das bei Let's Playern und so weiter sieht. Das ist doch nicht Spielzeitstreckung. Man spielt das Spiel einfach. Punkt. Da wird auch nichts gestreckt oder gerafft, da wird einfach gespielt. So ist es. Hallöchen! Gut an den dreien von der Tankstelle vorbeigekommen. Mit Fisch in der Hand ist das immer ein bisschen schwieriger. Aber diesmal ging's. Oh! Seitdem wir Aghanim gelegt haben, ist das hier alles viel komplizierter geworden. Mehr Wachen überall, alle mehr Stress, alle immer Ärger, Ärger, Ärger. Auch hier, da wird nicht mehr nach Wachen gerufen, da wird einfach nur eine Wache hingestellt und dann, uiuiui. Ja! Schnabeltier! Mit Flügeln. Also ein Vogel? Nee. Nee, nee. Kein Vogel. So, bis zum nächsten Mal.